Kannst du mir die Anmeldung zur Therapie unterschreiben? Nein, das geht nicht. Nur das psychologisch geschulte Anstaltspersonal darf das. Am besten du fragst Dr. Marcel. Ja, genau. Weißt du zufällig, was das hier für ein Schlüssel ist? Darf ich ihn mal sehen? Schade. Es ist nicht der Schlüssel zur Weisheit und Ruhm. Wo habe ich den wieder hingelegt? Ich suche ihn schon seit Wochen. Seit Wochen. Was hältst du davon, Harvey? Ein selten hässlicher Esel. Es ist ein Sessel, Harvey. Ein Sessel. Schrei mich nicht so an. Im Gegensatz zu dem Esel besitze ich Ohren. Esel hat keine Ohren, ne? Schlüssel. Der passt hier nicht. Also, so langsam. Tja. Was brauchen wir nochmal für Adrian? Ich weiß es nicht. Tja. Sehr kurios das Ganze. Wie kam ich jetzt nochmal... Ach verdammt, zu den Treppen. Also manchmal verliere ich hier... Nein, hier nicht den Überblick. Was war hier? Ach verdammt, ey, das kann doch nicht sein. Ach ja. Genau. Hier war das. Tja. Mir fällt nichts mehr ein. Da kommt der nächste Ausgang. Juppidupp. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte... Und los geht's. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Was haben die sich dabei nur gedacht? Da kommt der nächste Ausgang. Das ist ja pervers schwer. Oder ich habe einfach irgendwas ganz Simples übersehen. Wovon ich mal her ausgehe. So, hier war es nicht, da war es nicht. Hier kam er zu den Treppen. Lalalalalala. Genau. Gehe ich nämlich nochmal hoch. Norbert höher. Halt. Runter. Ich möchte nochmal eben hier alles checken. Helmstuhl, Kontrollen, Tür. Was hältst du davon, Harvey? Der würde mir wohl kaum stehen. Also nicht Kontrollen. Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben... Aber nur was? Tür und Hebel. Das darf doch nicht sein. Hier kann man, muss man den Hebel doch benutzen können. Hebel. Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Warum denn? Tja, was sagt denn Harvey dazu? Was hältst du davon, Harvey? Hui, ein Hebel. Ob der die Feuerballfalle im zweiten Level deaktiviert? Nein. Also gehen wir noch was höher. Blase. Ich muss doch mal kurz was versuchen. Da erschließt sich mir kein Zusammenhang. Ach, den muss man doch irgendwie da wegkriegen. Das... Kannst du mir dieses Therapieformular unterzeichnen? Ich bin vielleicht dein Babysitter, aber ich bin ganz sicher nicht dein Psychologe. Nur Dr. Marcel darf die Patienten zur Therapie anmelden. Tja. Den behalte ich lieb. Ich glaube, er legt keinen Wert auf ein Autogramm.
Lieber nicht. Noch ignoriert er mich. Das ist doch... Polizei! Geben Sie sofort den Generalschlüssel raus! Nerv nicht! Nerv nicht! Topflappen haben wir auch noch. So heiß ist er nun... Entschuldige. Auf nicht jeden Topf... Ach, das hatten wir alles schon, ne? Möchtest du einen Cocktail bestellen? Ich bringe ihn dir auch. Wirklich nicht. Wirklich nicht! Was hältst du von dem Typen? Er ist zwar ein fauler Sack, aber ich bewundere seine übermenschliche Blase. Also, Generalschlüssel. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? Es ist ein Geräuschimitator. Ich bin ein Geräuschimitator, der sich auf Wasser spezialisiert hat. Was? Ja. Gluck, 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 gluck. Lass das. Irgendwann muss der doch mal... Lass das. Oh, die arme Blase. Glunk, 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 glunk. Lass das! Lass das! Blop. Blop, 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 blop. Lass das! Und... Wusch! Lass das! Wusch! Lass das! Die Vorstellung ist beendet. Endlich. Den muss man doch irgendwie da rauskriegen. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht... Apropos Wasser... Ich geb auf. Noch was? Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese Unzu... Ja, so schlimm ist, die Hirnis sind ganz unterhalten. Nur, dass man langsam selbst, wenn man zu lang geht. Ah, ich hab da so eine Idee. Ich lass dich dann... Ich sag aber noch nichts. Nachher funktioniert's nicht und dann bin ich wieder der Depp. Hier hoch. Yeah. Das kennen wir doch noch. Diese scheiß Antenne. So, vielleicht ist ja der Empfang wieder da. Gehen wir mal zurück. Plopp da durch, hier wieder rein. Da la 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 la. Und wieder runter. Hat nicht so ganz geklappt. Scheiße, warum fällt mir das immer erst dann ein, wenn ich wieder komplett zurückgegangen bin? Ob es geht, weiß ich nicht, aber ein Versuch ist es allemal wert. Und dann versuche ich gleich noch was, aber erstmal das. Ups, so. Wir haben doch noch.
Hallo? Ah. Sieh her, Harvey. So kann man den Empfang verbessern. Das klingt plausibel. Ja, hat ich jetzt deinen Kleiderbügel angehängt? Nicht wirklich. Sieh her, Harvey. So kann man die Frequenz. Scheiße. Guck mal, Harvey, eine Antenne. Cool. Jetzt können wir mit dem. Ich möchte doch eigentlich nur. Hier. Sieh her, Harvey. Das klingt plausibel. Antenne zurück. Och, guck mal, wer da ist. Der Stiesel. Na? Ah, du! Mach's gut, ich geh meine Freiheit genießen. Ja, herrlich. Aber das hat mir jetzt nicht viel gebracht. Inventar kommen wir gerade auch nicht wirklich rein. Nee. Das muss doch hier irgendwie gehen. Ich empfange auch so schon genug. Das bringt alles nichts. Oder bewegt sich da irgendwas? Ah, es bewegt sich da tatsächlich etwas. Warte mal, jetzt zeigt das senkrecht, das Ding. Nein, jedenfalls einigermaßen. So, jetzt wieder waagerecht. Und jetzt wieder senkrecht. Sieh her, Harvey. So, das klingt. Jetzt ist das Ding senkrecht. Gucken wir mal. Ich glaube zwar nicht, dass er was gebracht hat, aber. Insgeheim hoffe ich es. Ja. Insgeheim. Ja, der Pflanze, Flur, Stiesel. Der Stiesel ist noch da hinten. So, gehen wir wieder runter. Und der Empfang ist nicht da. Nicht sein. Mülleimer, der hat wahrscheinlich auch nichts zu bedeuten. Guck mal, Harvey. Wer wohl das Ganze. Ach, aber nicht doch. Harvey ist. Entschuldigung. Gehen wir nochmal hoch. Idiot, genau. Was mache ich denn da? Diese Unterschrift kann ich. Entschuldigung. Yeah. Huch. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Okay. Oh, nicht schlecht. Jetzt haben wir die Unterschrift von Dr. Marcel. Ja, perfekt, würde ich sagen. Das ist nicht der Schlüssel für das Pokalschränk. Aber wo passt. Kann man das nicht aufmachen? Ich möchte da gerne dran. Ich brauche noch Gold. Moment. Ich schraube nur kurz die Diamantklinge auf. Was ist? Wenn du geduldig wartest, wird sie irgendwann. Können wir das nicht einfach aufkloppen? Der Doktor ist offenbar. Verdammt. Harvey! Guck mal, Harvey. Der Doktor hat. Die hat er sich wahrscheinlich. Gut, dann würde ich sagen, wissen wir, was wir zu tun haben, richtig? Oh yeah. Augenblick, ich mache aber erstmal so zack und zack. Sehr gute Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Sehr schön, Edna. Das heißt, wir können jetzt in die Therapiegruppe.